Willkommen zu unserer Rubrik Gemeinde aktuell. Heute sind wir in Hirn. Neben mir ist die Bürgermeisterin Bundesrätin Inge Boschkruska, die schon seit 10 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde ist. Ich begrüße Sie. Herzlich willkommen in Hirn. Hat Ihre Stellung als Bundesrätin den Vorteil für Ihre Gemeinde? Vorteil insofern, dass es einfach mehr Kontakte gibt, die zu knüpfen sind, als wenn ich nur Bürgermeisterin wäre. Und die Arbeit als Bundesrätin und Bürgermeisterin lässt sich sehr, sehr gut vereinbaren. Wie sieht es denn mit der Infrastruktur in der Gemeinde aus? Unsere Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut, wobei es für jede Gemeinde, nicht nur für Hirn, immer eine Herausforderung ist, die Infrastruktur auch auf den neuesten Stand zu halten. Wir haben hier bei uns in Hirn vom dem Bereich Wohnen einen sehr großen Schwerpunkt gelegt. Zurzeit haben wir über 100 Wohnungen in Hirn. Wir haben eine Reihenhausanlage. Seitens der Gemeinde haben wir Bauplätze gekauft, also Grund gekauft, die wir dann in Bauplätze umgewandelt haben, sodass die jungen Familien hier günstig bauen können. Es sind die letzten Bauplätze, die wir vor einigen Jahren gekauft haben, auch schon alle wiederum vergeben. Wir haben betreubares Wohnen geplant in Hirn. Wir haben die Starterwohnungen jetzt schon im Spatenstich gehabt. Also wir versuchen hier das Angebot, das Wohnen betrifft, auch sehr groß zu halten, sodass sich wirklich jeder wohlfühlen kann bei uns. Von der Infrastruktur her sind wir jetzt gerade dabei, die Straßenlaternen auch alle umzubauen auf LED-Beleuchtung, weil es natürlich in Zeiten wie diesen auch energiebewusster ist. Wir haben jetzt beim Kanal noch sehr wenig getan. Das wird jetzt dann auch der nächste Schwerpunkt werden, dass wir den Kanal ausbauen. Das heißt, wir sind hier eigentlich immer am Hören, was brauchen die Bürgerinnen und Bürger bei uns in der Gemeinde und was können wir noch besser machen. Hirn ist ja eine wachsende Gemeinde. Worauf führen Sie das zurück? Also ich führe das schon auf das zurück, dass wir versuchen für die Einwohnerinnen und Einwohner auch das zu bieten, was sie wirklich brauchen. Das heißt, Leute, die bei uns zuziehen, brauchen natürlich eine gute Kinderbetreuung. Wir haben in Hirn von 7 Uhr bis 17 Uhr Kinderbetreuung, das von Montag bis Freitag, wo sie genau wissen, dass die Kinder gut betreut werden. In dieser Zeit, wir haben ein Dorfzentrum in Hirn, wir haben unser Gemeindeamt, das einmal in der Woche bis 18 Uhr geöffnet hat, sodass berufstätige Menschen sich jetzt keinen Urlaubstag nehmen müssen, wenn sie irgendwas von der Behörde brauchen. Wir bieten Beratungsangebot von der Bildung über Rechtsberatung angefangen. Das heißt, wir versuchen schon sehr viel unseren Einwohnerinnen und Einwohnern auch zu bieten und genau auf die Bedürfnisse auch zu schauen, was die Leute brauchen, die zu uns kommen. Welche Angebote gibt es für die Jugendlichen? Für die Jugendlichen in Hirn haben wir zuerst einmal einen Raum, wo sie sich treffen können, einen Jugendkeller, den sie auch selbst verwalten. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, dass er sauber gehalten wird und auch die Öffnungszeiten bestimmen sie selbst. Wir haben einen Farmpark, den vor 10 Jahren Jugendliche auch selbst gebaut haben, also natürlich mit Hilfe von Erwachsenen, aber selbst gebaut haben. Wir sind beim Discobus dabei. Wir unterstützen die Jugendlichen, die in Wien studieren, mit einem Semesterticket. Unsere Jugendgemeinderätin hält auch Jugendkonferenzen mit den Jugendlichen ab, sodass wir auch hören, was brauchen sie, was wünschen sie. Eine der letzten Forderungen war, dass sie ein eigenes Budget wollen. Da haben wir bei uns im Budget drinnen 5.000 Euro definiert als Jugendbudget. Auch dieses Geld können sie selbst verwalten und selbst bestimmen. Und wie sieht das mit dem schulischen Angebot aus? Das schulische Angebot ist bei uns die Volksschule in Hirn, wobei bei uns die Bildung eigentlich ab dem Kindergarten beginnt. Wir haben in der Volksschule, ist das eine Montessori-orientierte Volksschule, daher besuchen auch sehr viele Kinder aus der Umgebung unsere Schule. Das heißt, wir haben aus Zillingtal, aus Zemmendorf, aus Stötterer, aus Böttelsdorf Kinder, die bei uns in Hirn in die Volksschule gehen und wir bieten auch eine Nachmittagsbetreuung an. Welche Angebote gibt es denn für die Freizeitgestaltung? Für die Freizeitgestaltung gibt es eigentlich sehr viele Angebote in Hirn, weil wir sehr viele Vereine haben. Wir haben für unsere kleine Gemeinde 17 Vereine, wo jeder nach den Interessen ja natürlich auch aktiv werden kann und mitmachen kann. Wir haben bei uns eine grüne Insel, die gleich daneben ist, mitten in Hirn, wo wir einen Teich haben, wo die Fischer zu Hause sind. Wir haben den Sportplatz, wir haben den Tennisplatz, wir haben den Spielplatz gleich daneben. Das heißt, hier ist eine große Konzentration an Freizeitmöglichkeiten, die man machen kann. Wir haben aber natürlich auch über diese Vereine hinaus seit heuer einen neuen Verein, der heißt Mamanet. Das ist eine Ballsportart speziell für Frauen. Der hat sich aus dem gesunden Dorf heraus entwickelt. Das heißt, es gibt eigentlich fast für jedes Interesse auch ein Angebot bei uns in Hirn. Sie machen auch das Dorferneuerungsprogramm des Landes mit. Mhm. Was ist da alles geschehen? Da ist eigentlich sehr viel passiert. Da hat sich ein Verein herauskristallisiert, der heißt Hirn 2020.
Und aus diesem Verein heraus ist jetzt zum Beispiel der Kulturpfad, wo wir hier sitzen, bei der ersten Station entstanden. Das heißt, wir haben unsere Geschichte unseres Dorfes nicht in eine Chronik verpackt, sondern haben sie auf die Straße gestellt. Es gibt 12 Stationen in der ganzen Gemeinde aufgestellt, wo wichtige Punkte sind, die wir als Hirmerinnen und Hirmer für das Erleben unserer Geschichte eigentlich besser verstehen können. Bei jeder Station haben wir eine Kinderklappe dazu gemacht, sodass auch für die Kinder dieser Kulturpfad zum Begehen ist und zum Lernen, wie es hier entstanden, welche Schwerpunkte hatte. Wir waren schon immer in einer Industriegemeinde, welche Schwerpunkte gibt es in Hirn. Dieser Verein Hirn 2020 hat aber nicht aufgehört zu arbeiten, wie der Kulturpfad fertig war, sondern hat mit neuen Aktivitäten versuchen wir hier auch Leben einzuhauchen. Es gibt jetzt Erzählcafés zum Beispiel, wo früher mal die Arbeiterwohnungen waren, hat es jetzt ein Erzählcafé gegeben unter dem Titel Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Und alle, die in diesen Arbeiterwohnungen waren, sind eingeladen worden, um zu erzählen, wie war ihre Kindheit, was haben sie gemacht. Wir hatten vor 14 Tagen einen Tag der offenen Gartentüren in Hirn, wo eben die Gärten angeschaut werden, wie wird ein Gemüsegarten angelegt, wie sind die Gärten überhaupt gestaltet. Also wir versuchen hier mit diesem Verein Hirn 2020, so dass das Vergangene und das Jetzige auch in Einklang zu bringen. Können Sie uns etwas über das kulturelle Angebot im Dorf erzählen? Ja, vom kulturellen Angebot her, wir sind das gesunde Dorf in Hirn, wo es auch eine Arbeitsgruppe gibt, das ein sehr gutes und sehr weites Angebot hat. Das gesunde Dorf fängt bei Kabarettveranstaltungen an, weil Lachen gesund ist und dazugehört, geht dann auch bis zu Ketchupball Mamanet, das auch vom gesunden Dorf heraus entstanden ist. Wir haben beim gesunden Dorf natürlich auch einen Gesundheitstag, wir haben auch Vorträge über die Gesundheit. Wir haben auch bei uns einen Sport- und Kulturbus. Dieser Sport- und Kulturbus kann von Vereinen genauso benutzt werden wie auch von Privatpersonen. Teilweise nutzen es Privatpersonen, die mehrere Kinder haben, auch für Urlaubsfahrten. Wir als Gemeinde bieten mit diesem Sport- und Kulturbus dreimal in der Woche Fahrten zu unserem Friedhof an. Der ist 2 Kilometer außerhalb der Ortschaft. Wir fahren jetzt, solange es keine Nahversorger gibt bei uns, fahren wir zweimal in der Woche mit den Hirmerinnen und Hirmern einkaufen in die Nachbargemeinde. Das heißt, wir haben mit diesem Sport- und Kulturbus eigentlich eine sehr gute Investition gemacht, weil es von den Bürgerinnen und Bürgern wirklich sehr gut benutzt wird. Kommen wir auch zu den älteren Bürgern. Wie sieht das denn mit der ärztlichen Versorgung aus? Die ärztliche Versorgung haben wir noch in Hirn. Wir sind doch sehr froh darüber. Die Frau Dr. Gabi Mittermeier hat bei uns eine eigene Ordination. Wir als Gemeinde unterstützen das natürlich auch, weil es und auch eine Hausapotheke, das auch sehr wichtig ist für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Diese Arztpraxis ist im Dorfzentrum untergebracht und wir sind natürlich sehr froh, dass es die gibt bei uns. Was ist in nächster Zukunft für Hirn geplant? Also in nächster Zukunft für Hirn planen wir auf alle Fälle bei den Straßen etwas zu machen. Unsere Straßen sind jetzt nicht so sehr beschädigt, aber trotzdem so, dass wir einige Straßen uns überlegen müssen, ob wir nicht eine Generalsanierung machen. Wir werden den Kanal natürlich angehen, das ist notwendig, weil vorher schon erwähnt, dass wir über 100 Wohnungen haben, dann natürlich auch das Kanalnetz ausgebaut werden soll. Wir werden beim Thema Energie ganz sicherlich was machen, mehr investieren noch, als wir bis jetzt getan haben. Das war es zur Gemeinde Hirn. Bis zum nächsten Mal bei Gemeinde Aktuell.